allen Kontinenten gibt es Tierarten, die die Wildnis einer Region prägen. Aber nur die gefährlichsten und mächtigsten zählen zu den Big Five, den großen Fünf. Wir haben Asien mit der Kamera durchquert. Immer auf der Spur dieser außergewöhnlichen Tiere. Dank kundiger Helfer, die ihre Fährten lesen können, haben wir sie ausfindig gemacht. Die Big Five von Asien. Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Nur auf 5 der etwa 17.500 Inseln lebt die größte Echse unserer Zeit. Auf Flores, wo es nur noch wenige Exemplare gibt, auf Komodo und Rinca sowie zwei weiteren kleinen Inseln im Komodo-Nationalpark. Dorthin sind wir unterwegs, zusammen mit unserem Freund David Hau. David ist Chefranger von Komodo. Wir kennen ihn seit über 20 Jahren. Da wir nicht nur Tierfilmer sind, sondern auch Biologen, besuchen wir ihn regelmäßig und erkunden gemeinsam mit ihm die Inseln. So einiges hat sich in dieser Zeit verändert. Diesmal wollen wir einen Film drehen. Denn wir haben in den vielen Jahren Dinge erlebt, die nicht immer in das Bild passen, das gemeinhin über den Komodo-Waran verbreitet wird. Der Komodo-Waran wurde erst vor etwa 100 Jahren entdeckt. Dies wäre fast sein Todesurteil gewesen, denn bald kamen chinesische Jäger und erlegten 100 Tiere. Als sie jedoch feststellen mussten, dass in die Waranhaut Knochen eingelagert sind und sie deshalb als Leder völlig unbrauchbar ist, ließen sie die großen Echsen wieder in Ruhe. Sonst hätte man sie damals schon ausgerottet. Oft wird der Komodo-Waran als der letzte überlebende Dinosaurier bezeichnet. Es gibt ihn aber erst seit 4 bis 5 Millionen Jahren, während die letzten Dinosaurier bereits vor etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Er kann über 3 Meter lang werden und vollgefressen ein Gewicht von 150 Kilogramm auf die Waage bringen. Zusammen mit David ziehen wir los. Wir wollen auch diesmal wieder in Bereiche des Komodo-Nationalparks vordringen, die bisher noch kaum einer betreten hat. Nach 8 Monaten schlüpfen meist im März die etwa 40 cm großen Baby-Warane aus ihren Eiern und graben sich aus der unterirdischen Nisthöhle an die Oberfläche. Dort sind sie von Anfang an auf sich allein gestellt und eine begehrte Beute. Komodo-Warane fressen, was sie kriegen können, auch kleinere Artgenossen,
Deshalb verbringen die Jungtiere die ersten 2 bis 3 Jahre die meiste Zeit auf Bäumen. Dort sind sie relativ sicher. Eigentlich ist er mit seinen gut 2,5 Metern fürs Klettern schon viel zu groß. In den Bäumen leben auch die Flugdrachen. Die etwa 20 cm großen Tiere ernähren sich fast ausschließlich von Ameisen oder Termiten. Mit ihrem farbigen, ausklappbaren Kehlsack imponieren die Männchen den Weibchen und markieren ihr Revier. Für den bis zu 60 Meter weiten Gleitflug werden die sonst am Körper anliegenden Hautlappen mithilfe ihrer Rippenfortsätze flügelartig aufgespannt. Für die Flugdrachen, deren wissenschaftlicher Gattungsname Draco tatsächlich Drache bedeutet, stellt der Jungwaran keine Gefahr dar. Es ist Ende Juni und der jetzt 3 Monate alte Waran ist auf der Jagd. Er sucht nach Insekten, Spinnen und kleinen Wirbeltieren. Da auch ein kleiner Komodowaran nicht der allerschnellste Kletterer ist, zählen hauptsächlich Tiere zu seiner Beute, die sich auf den Bäumen in Ritzen oder Spalten verstecken. Sein feiner Geruchssinn hilft ihm dabei. Diesmal hat er sich eine Spinne und einen Gecko geschnappt. Die Klospülung im Ranger Camp signalisiert für diesen Kleinen, da ist Wasser. Aber auch ein großer Artgenosse hält sich ganz in der Nähe der Toiletten auf. Er scheint jedoch nicht durstig zu sein. Auch ein Waran muss gelegentlich etwas trinken. Und außerhalb der Regenzeit findet er auf den Bäumen kein Wasser. Der junge Komodowaran muss also hin und wieder seinen sicheren Baum verlassen. Dieser Kleine lebt nah an der Rangerstation und kann so die Errungenschaften der modernen Zivilisation nutzen. Die undichte Toilettenspülung löst für den Jungwaran ein großes Problem. Und von den Nationalparkbesuchern hat er nichts zu befürchten. Gefährlicher wäre da schon eher ein größerer Artgenosse. Denn auch diese nutzen mitunter die Toilette zum Trinken. Deshalb wird zur Sicherheit die Umgebung geprüft, bevor es wieder zurück auf den Baum geht. Bei unseren Expeditionen in entlegene Teile der Insel hören wir immer seltener den Warnruf der Timorhirsche oder sehen auf den Hängen ziehende Rudel. Der Hauptgrund ist der illegale Abschuss. Wilderer kommen nachts mit Booten, schießen im Scheinwerferlicht so viele Hirsche wie möglich
und verschwinden dann wieder mit ihrer Beute. Auch die Wasserbüffel sind spürbar weniger geworden. Früher mussten wir uns manchmal überlegen, welchen Weg wir gehen, damit wir von den Tieren nicht attackiert werden. Heute sind wir froh, wenn wir überhaupt welche sehen. Ihnen setzt vor allem die immer länger andauernde Trockenzeit zu. Von Juni bis August kommt es zwischen Komodowaran-Männchen verstärkt zu Auseinandersetzungen. Denn es ist Paarungszeit. Das deutlich größere Männchen ist beim Paarungsspiel erstaunlich zärtlich. Doch es ist nicht leicht für die Männchen, ein paarungsbereites Weibchen zu finden. Eine aktuelle Untersuchung ergab eine Gesamtpopulation von nur noch etwa 2400 Komodowaranen. Dies lässt auf weniger als 200 fortpflanzungsfähige Weibchen schließen. Einige Wochen später werden in eine selbstgegrabene Erdhöhle etwa 20 Eier gelegt. David hat aufgeregtes Krähengeschrei gehört und wir wollen wissen, was dahinter steckt. Zwei mittelgroße Warane fressen an einem Hirschkadaver und flüchten, als plötzlich ein riesiges Männchen dazukommt. Es ist wohl der größte Waran, den wir je gesehen haben. Er ist sicher über 3 Meter lang. Und dann kommen die, auf die wir gehofft haben. Endlich gelingt es uns, das, was wir schon oft beobachtet haben, mit der Kamera festzuhalten. Wildschweine machen den Komodowaranen die Beute streitig. Die kleineren Warane halten Abstand und hoffen, dass ein paar Brocken für sie abfallen. Die Wildschweinrotte ist so aggressiv, dass selbst der riesige Waran aufgibt. Ein kleinerer konnte sich wieder ein Stück schnappen. Doch die Hauptbeute gehört den Wildschweinen. Selbst Warane, die immerhin an die 2,5 Meter groß sind, trauen sich nicht mehr hin. Und am Schluss haben wie immer die Schweine gewonnen. Unser Kamerarucksack muss als Ersatz herhalten. Zurück bleibt eine Speichelspur. Im Alter von 3 bis 5 Jahren sind die Warane am aktivsten. Da sie an großen Beutetieren kaum zum Zug kommen, sind sie ständig auf der Jagd.
Kleinere Beutetiere wie diese Ratte können sofort verspeist werden und müssen nicht mit anderen Waranen geteilt werden. Reinwardhühner errichten einen Bruthügel von etwa 2 Metern Höhe und 10 Metern Durchmesser. In diesen Erdhaufen werden dann die Eier gelegt und sich selbst überlassen. Die Wärme, die durch verrottendes Laub entsteht, brütet sie aus. Das wissen auch die Warane, wie dieser 4-Jährige. Da die Eier offenbar noch nicht gelegt wurden, zieht er weiter. Wir haben in unserer Unterkunft Besuch bekommen. Eine Speikobra aus dem angrenzenden Wald hat sich auf unsere Veranda verirrt. Ein Biss von ihr wäre so weit weg von einem Krankenhaus tödlich. Wir müssen besonders auf unsere Augen achten, denn Speikobras können ihr Gift gezielt ins Gesicht spucken, mit unangenehmen Folgen. Okay, ich glaube, das ist weit genug. Okay. Im Wald setzen wir die Giftnatter wieder aus. Am Bruthügel dieser Großfußhühner wird immer noch gegraben. Doch diesmal ist es der Waran, der gräbt. Er ist zurückgekommen und riecht die frisch gelegten Eier. Warane lieben Eier. Sie haben die Orte dieser Bruthügel wie auf einer Landkarte abgespeichert und kontrollieren sie regelmäßig. Die Eier der kleinen Reinwardhühner sind groß wie Gänseeier. Eine ordentliche Mahlzeit für einen 1,5 Meter großen Waran. Es ist November, der Höhepunkt der Trockenzeit. Bei 40 Grad Hitze sind fast alle Wasserstellen ausgetrocknet und sämtliches Gras ist verdorrt. Für die Wasserbüffel ist das die härteste Zeit im Jahr. Sie sind auf Wasser angewiesen und haben nur noch vertrocknetes Gras zu fressen. Da sich jetzt alles Leben auf die wenigen verbliebenen Wasserlöcher konzentriert, machen wir uns auf den Weg zu solch einer Stelle. Die Bäche sind auch hier schon lange versiegt. Und die letzten Wasserstellen sind umkämpft.
Wasserbüffel müssen sich ins Wasser legen, damit ihre massigen Körper nicht überhitzen. Das wissen auch die Warane. Komodo-Warane kommen mit der Hitze gut zurecht und können tagelang ohne Wasser auskommen. Obwohl die Wasserbüffel schon sehr geschwächt sind und vermeintlich leichte Beute für die Warane wären, greifen diese nicht an. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Warane treffen ein. Doch warum attackiert keiner? Sie gehen keinerlei Risiko ein. Die Hörner der Büffel sind spitz. Und ein ausgestochenes Auge wäre das Todesurteil für einen Waran. Bei der kleinsten Bewegung eines Büffels weichen die Echsen zurück. Sie haben Zeit. Für sie spielt es keine Rolle, ob sie eine Woche mehr oder weniger lang ohne Nahrung auskommen müssen. Und die Zeit läuft für sie. Denn viele Wasserbüffel bekommen begünstigt durch ihren geschwächten Zustand und das faulige Wasser schwere Infektionen am Darmausgang. Der einzige, der keinen Abstand hält, ist der wendige Vierjährige. Er geht an die infizierte Stelle und versucht so früh wie möglich an dem sterbenden Tier dran zu sein, bevor die großen Warane alles für sich beanspruchen. Drei Stunden Fußmarsch entfernt liegt die Ranger-Station der Insel Rinca. Hierher kommen nahezu alle Besucher des Nationalparks. Und das hat seinen Grund. Hier können Sie, gut bewacht von den Rangern, Komodo-Warane aus der Nähe betrachten, die faul im Schatten unter der Küche dösen. Von den dramatischen Geschichten, die sich gerade im Hinterland ereignen, ahnen die Besucher nichts. Die kranke Kuh wurde von anderen Wasserbüffeln aus ihrem Wasserloch vertrieben. Der faulige Geruch der infizierten Stelle an ihrem Hinterteil lockt immer mehr Warane an. Sie ist mit ihren Kräften am Ende. Der Ursprung dieser Infektion liegt nicht im Biss eines Warans. Vor allem bei älteren weiblichen Büffeln scheint diese Infektion an der Schwanzwurzel aufzutreten. Und die Warane warten einfach.
Es sind keine großen Warane, die immer wieder vorsichtig prüfen, ob sich die Kuh noch wehrt. Angriffe der Komodo-Warane auf gesunde, erwachsene Wasserbüffel, die sie mit ihrem Biss infizieren, konnten wir noch nie beobachten. Immer mehr Warane finden sich ein. Auch der Vierjährige lauert und hofft auf seine Chance, solange sich seine großen Artgenossen noch rar machen. Und immer wieder wird getestet. Da wir an sterbenden Büffeln nur selten wirklich große Warane gesehen haben, sie dann aber wie aus dem Nichts auftauchen, wenn das Tier tot ist, wollen wir wissen, wo sie sich aufhalten. Wir haben sie auf Hügeln oder Bergen gefunden. Sie lassen sich mit der Thermik den Geruch der toten Beute zutragen, um sie dann gezielt mit Hilfe ihres feinen Geruchssinns aufzusuchen. Die Büffelkuh hat die Nacht nicht überlebt. Bereits bei Sonnenaufgang sind die Warane zur Stelle. Jetzt sind auch die Großen vor Ort. Alle paar Tage verendet zu dieser Jahreszeit ein Wasserbüffel. Die Komodo-Warane müssen sich jetzt Substanz anfressen, denn in der Regenzeit kommen sie nicht mehr so leicht an Nahrung. Die kleineren Warane, wie der Vierjährige, halten sich im Hintergrund und hoffen, dass noch etwas für sie abfällt. Nur vorsichtig wagen sie sich zwischen den Großen an den toten Büffel. Der Umstand, dass die Trockenzeit immer länger wird und es in der Regenzeit immer weniger Niederschläge gibt, ist nur vordergründig ein Vorteil für die Komodo-Warane. Denn die Wasserbüffel kommen damit offensichtlich nicht zurecht. Immer mehr werden, geschwächt durch Wassermangel und karge Nahrung, krank und sterben. Das bringt zwar den Waranen im Moment viel zu fressen, aber wovon sollen sie sich in Zukunft ernähren, wenn es immer weniger Wasserbüffel gibt? Sind die Großen satt, kommen die Kleinen an die Reihe. Bei so einem Büffel bleibt fast immer etwas für sie übrig. Und sie haben Glück, dass hier keine Wildschweine auftauchen. Denn sonst kämen sie nicht zum Zug. Im Dezember beginnt die Regenzeit im Komodo-Nationalpark. Das Gesicht der Inseln ändert sich. Auf
Auf dem durch die lange Trockenheit steinharten Boden fließt das Wasser schnell oberflächlich ab. In den sonst leeren Bachläufen suchen reißende Fluten ihren Weg. In den letzten Jahren hat sich der Verlauf der Regenzeit verändert. Während es aktuell immer weniger, aber dafür umso heftigere Regentage gibt, waren die Niederschläge früher gleichmäßiger verteilt. So konnte die Natur ihre Speicher füllen und in der Trockenzeit lange davon zehren. Für die Komodowarane beginnt jetzt eine schwierige Zeit. Wenn es regnet und abkühlt, haben sie Probleme, ihre massigen Körper aufzuheizen. Als wechselwarme Tiere müssen sie das aber, um aktiv sein zu können. Für die Wasserbüffel ist der Regen wie eine Erlösung. Überall, sogar auf den Hügeln, finden sich jetzt Wasserlöcher und das Gras ist saftig und grün. Die Warane haben nun kaum eine Chance, an die Büffel heranzukommen. Die sind jetzt äußerst aufmerksam. Und in guter körperlicher Verfassung. Dafür steigt jetzt der Jagddruck auf die Timorhirsche. Im hohen grünen Gras können sich die Warane nah an sie heranpirschen. Zum Wiederkäuen legen sich die Hirsche bevorzugt dann am Strand nieder. Hier kann sich kein Waran unentdeckt nähern. Manche Hirsche sind trotzdem verwundet. Die Verletzungen stammen jedoch meist nicht von Waranen, sondern sind Folge eines Hirschkampfes. Verwundete Hirschkühe findet man kaum. Nachts sind die Komodowarane nicht aktiv. Sie schlafen meist auf einem Hügel. Am Strand werden wir Zeuge einer dramatischen Szene. Ein verwundeter Hirsch hat sich ins Meer zurückgezogen. Vielleicht kühlt das Salzwasser die Wunden oder desinfiziert sie sogar. Doch diesmal bleibt der Hirsch nicht allein.
Das Verhalten der Komodowaraner bei der Hirschjagd ist völlig anders als bei der Wasserbüffeljagd. Bei einem Hirsch warten sie nicht ab, sondern setzen so lange nach, bis sie ihn haben und lassen ihn dann nicht mehr los. Eines haben wir jedoch noch nie beobachtet, dass Komodowarane ihr Beutetier mit einem Biss gezielt verletzen, um dann abzuwarten, bis dieses durch ihren infektiösen Speichel oder gar ihr Gift an der beigebrachten Wunde zugrunde geht. In Kürze werden 1500 Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes Komodo bevölkern. Die Touristen zahlen viel Geld. Deshalb muss sichergestellt sein, dass auch alle einen Waran zu sehen bekommen. Da es bei der Küche zu unübersichtlich und damit zu gefährlich wäre, versuchen die Ranger, die Küchenwarane zu einem entfernten Platz im Wald zu locken. Und das ist bei den gut genährten Tieren eine langwierige Angelegenheit. Sie laufen brav wie ein Hund hinter dem trockenen Ziegenfuß an der Schnur her. Und es eilt, denn die ersten Touristen haben bereits die Insel betreten. Langsam sollten die Warane an ihr Ziel kommen. Aber man darf sich von diesen Bildern nicht täuschen lassen. Diese Warane sind alles andere als menschenscheu und können von einer Sekunde auf die andere richtig gefährlich werden. Das ist die Befürchtung der Ranger. Die Anspannung auch bei David ist hoch. Dann kommen sie. Auch wenn die Szenerie skurril anmutet, für die Zukunft der Warane sind solche Kreuzfahrtschiffe ein Segen. Die Passagiere bezahlen, machen ihre Fotos und gehen wieder, ohne im Nationalpark Spuren zu hinterlassen. Für David und seine Ranger bedeutet so ein Tag vor allem eines: Stress. Auch die Bewohner des Dorfs Komodo profitieren von so einem Kreuzfahrtschiff. Denn die Touristen kaufen zahlreiche Andenken. Egal ob T-Shirts, geschnitzte Warane oder Perlenketten, zwischenzeitlich lebt der ganze Ort vorwiegend vom Tourismus. Dies bringt jedoch auch negative Folgen mit sich. Vor allem das Korallenriff des Nationalparks leidet durch das Ankern der kleineren Schiffe.
Zudem werden Meer und Küsten stark mit Plastikmüll verschmutzt. Das ehemalige Fischerörtchen Komodo hat sich im Laufe der Zeit dank der Einnahmen durch den Tourismus gewandelt. Da die Warane die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Ortes sind, haben die Einheimischen den Wert der Tiere erkannt. Die wichtigste Einnahmequelle sind die im Ort geschnitzten Holzwarane. Viele Besucher des Komodo-Nationalparks nehmen so ein Andenken mit. Aktuell kommen jährlich über 50.000 Personen. In welche Zukunft blickt die größte Echse der Welt? Für die Komodo-Warane ist die Zunahme des Tourismus ein Vorteil. Dieser bringt den Einheimischen und dem Nationalpark Geld, was dann auch den Waranen wieder zugutekommt. Doch Wilderei und die Veränderung des Klimas setzen den Beutetieren der Warane sichtbar zu. Und wo Timor-Hirsche und Wasserbüffel fehlen, gibt es auch keine Komodo-Warane.